Wo ist ein Klavierfestival? Es gibt sehr viele Konzerte, alle mit Klavier. Drum haben wir diesen Superlativ als Namen gewählt. Das Klavier kann man nicht steigern, man kann es nur schön spielen. Wir versuchen natürlich vor allem dem Publikum etwas zu bieten. Aber für die Pianisten ist es auch beliebt. Die meisten Pianisten spielen gerne hier, weil es gibt eine gewisse Nähe zum Publikum und hier ist es intensiv. In 4 Tagen sind hier eine große Zahl von Konzerten. Das hat man sonst nicht, sonst ist man irgendein isoliertes Einzelereignis. Und das macht vielleicht auch dem Künstler gar nicht so viel Spaß. Als Musiker, man möchte auf die Bühne, man muss auf die Bühne und man möchte das, was man eigentlich zu Hause gestaunt hat und beim Erarbeiten der Werke, man möchte das teilen mit dem Publikum. Das ist eigentlich unsere ureigene Berufung. Musik, die so perfekt ist, kann man dieser Perfektion nicht entsprechen. Die Perfektion, die ist auf dem Papier. Sobald man sie versucht zum Leben zu erwecken, sind wir nur Menschen, die auch ein menschliches Resultat daraus machen müssen. Ein Klavierabend ist eine besondere Angelegenheit. Das hängt mit der Situation zusammen. Da ist einer allein. Es ist etwas vom Persönlichsten, was es in unserem Konzertleben gibt. Vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit dem, was ein Sänger oder Sängerin an einem Liederabend macht. Das ist auch eine solch persönliche Situation. Aber ein Orchester. Konzert ist das nicht. Ein Streichquartettkonzert, das ist ein Team, hinter dem der Einzelne notwendigerweise bis zu einem gewissen Grade zurücktreten muss. Und hier ist das nicht. Hier steht der Einzelne im Vordergrund. Deshalb wollte man dieses Klavierissimo machen, um dieses Erlebnis zu schaffen, das eigentlich dann ins Innerste der Musik führt und zu den tiefsten Erlebnissen führen kann. Thank you.
moments de justement des grandes visibilités, j'essaie toujours de garder une profonde humilité face à la musique, face à ce que j'interprète. D'abord le texte, d'abord la fidélité à ce que je joue, à ce que j'interprète. Et moi, je me sens canal. En effet, c'est pour ça que j'ai décidé, dès le plus jeune âge, de devenir concertiste. Ce n'était pas pour moi, parce que je suis quelqu'un en plus de très timide, quelqu'un qui n'aime pas trop les projecteurs sur ça, mais parce que j'ai ressenti que sur la scène, il pouvait se passer quelque chose d'un autre ordre, que moi j'appelle quelque chose au niveau de la grâce. Dans le sens, un moment où je laisse faire. Je ne suis plus dans les contrôles, je ne suis plus dans les travails immenses. Je laisse faire et dans ces laisser faire, je souhaite laisser passage à quelque chose qui me dépasse. Stell dir noch vor, du bist ja dein eigener Dirigent und gibst dir einen Einsatz. Da-da-da-da-da. Ja, genau. Super. Sehr gut. Das ist viel einfacher so, oder? Mhm. Hören. Was ist das für ein Instrument? Auf jeden Fall etwas mit Saiten, die gezupft werden. Ja. Mhm. Und es wäre schön, das würde man auch hören. Ja? Man hört bei dir einfach einen Akkord, der gebrochen ist, aber es wäre schön, er hat noch ein bisschen Profil, ein bisschen Kontur. Mhm. Vielleicht, dass vielleicht ein Accelerando drin ist oder dass es langsamer wird gegeben. Je nachdem, was Es muss einfach eine klare Absicht sein. Mhm. Boring. Gut. Schau mal, ich mache die so. Und du machst sie so. Es heisst schon molto leggero, aber leicht. Das heisst ohne Gewicht. Genau. Aber nicht das, weil es wird zu laut. Sondern, schau mal, meine Finger sind so Entenschnabelfinger. Und bei mir ist das alles fest. Und so wie quasi ein Förmli. Und dann kann ich mit der Rotation arbeiten, muss die Finger nicht bewegen. Dann bricht es auch nicht ein. Und ja, das ist sehr gut.
für mich ist Musik auf jeden Fall das Schönste, was es gibt. Ohne Musik könnte ich wirklich keinen einzigen Tag leben. Und das ist wirklich wichtig, dass an jedem Ort der Welt diese Erfahrung zumindest zugänglich ist. Was sich dann jemand dann damit macht, ist was anderes. Aber auf jeden Fall, dass da die Möglichkeit gibt. Fängt die Reise mit mir und dem Publikum an. Also man merkt das auch energetisch. Also wird man getragen oder wird man eher nicht getragen? Und wenn man getragen wird und wenn man sich sozusagen auf einen Dialog begibt auf der gleichen, auf Augenhöhe, dann entsteht eben diese persönliche Verbindung. Diese Möglichkeit zu finden, innerhalb dieser Hektik und dieser Welt, wo alles immer noch schneller gehen muss und wo die E-Mail innerhalb von 5 Sekunden beantwortet werden muss, einfach diese Möglichkeit zu nutzen. Wir sind jetzt in einem Konzert und wir schalten alles aus und wir kommen zu uns selber und haben einfach eine Stunde Ruhe und eine Stunde, wo wir uns öffnen für diese wunderbare Atmosphäre. Und das ist leider, finde ich, in meiner Generation immer mehr verloren gegangen. Wie lange kommen Sie schon aufs Klaviersalon? Ungefähr 10 Jahre und wir haben seither kein einziges Konzert verpasst. Das, was hier sehr schön ist, ist, dass es so sehr familiär ist. Und insgesamt wird das Klavierspiel hier wirklich auf den Punkt gebracht. Man hat insgesamt innerhalb von nur 4 Tagen einfach viele Pianisten, große Pianisten, andere, die man vielleicht noch nicht kennt, aber froh ist, wenn man sie auch endlich mal hört, und sehr interessante Programmzusammenstellungen. Es ist immer ein bisschen eine Wundertüte.
neben sehr bekannten Namen macht man manchmal solche Entdeckungen von Leuten, von denen man keine Ahnung hatte. Das ist einer der Gründe. Zweitens, es ist einfach eine Atmosphäre, die uns, meinem Mann und mir, sehr gut gefällt. Es ist entspannt, es ist so persönlich. Ich glaube, das Publikum kommt hierher wirklich nur wegen der Musik. Ich habe noch ein größeres Verständnis für die Klaviermusik entwickeln können. Habe auch zu Hause immer mehr Klaviermusik gehört und kann mich an die Pässe vorbereiten. Und es kommen wirklich absolute Top-Interpreten hier nach Wetzikon. Das ist wirklich einmalig. Einerseits ergänzen und dass dieser Bogen funktioniert nicht nur von Barock in die Gegenwart, sondern auch umgekehrt. Also, dass wenn man mehr Zeitgenossen spielt, kann das sein, dass es mehr Ideen eben auch zu Bachwerken oder eben Chopin oder also nicht nur, dass wenn man Bach gespielt, da steht man zeitgenössisch schon wieder, auch umgekehrt funktioniert das genauso. Klavierissimo ist halt, dass der Werner Bertschi schon ein gutes Händchen für eine große Stilbreite an Pianisten beweist. Und das macht es jedes Mal spannend. Auch in diesem Jahr habe ich wieder Pianisten gehört, die ich zumindest zum Teil dem Namen nach kannte, aber noch nie im Solo-Recital gehört habe. Und dieser Saal ist ein ganz tolles Kleinod, der ganz toll klingt und der eine tolle Atmosphäre hat und einfach klanglich trägt. Thank you.
Klavierabende in Folge hört, wie man hier in nur 4 Tagen machen kann, dann wird man automatisch vergleichen. Und es gibt ja oft solche Interpretationsvergleiche, es gibt solche Radiosendungen und da vergleichen irgendwelche, hoffentlich Fachleute, wie diese Interpretationen sind, und es hat einen schlimmen Fehler dabei. Man meint nämlich, man könnte das irgendwie messen, so wie Sportergebnisse. Und hier im Live-Konzert wird auch verglichen, aber nicht wertend, sondern erlebend. Es wird verglichen, wie hat man diesen Pianisten erlebt, wie hat man jenen Pianisten erlebt. Denn jeder hat einen ganz eigenen Charakter, jeder ist eine eigene Persönlichkeit, schon in der Programmwahl, in der Art, wie er spielt, sogar in der Art, wie er hereinkommt und wie er da sitzt. Da ist ein Mensch allein, der macht einen ganzen Abend, ein ganzes Programm, und am nächsten Tag oder anschließend hört man einen anderen. Das ist sehr, sehr ein aufschlussreiches und beglückendes Erlebnis.